Hallo und willkommen zurück. Ja, okay. Haben wir nicht noch irgendwelche Wände? Ich würde jetzt gerne mit Deko anfangen. Irgendwas können wir hier die Farbe nicht einstellen? Na? Wenn. Gehen wir da mal zurück. So. Wie sieht es mit dem negativen Einfluss aus? Okay. Ich mache das jetzt schon erstmal. Nee, wir brauchen die 3D gedruckte Wand. Hier, können wir die Farbe einstellen. Anwenden. Deswegen so eine kleine Schallschutzwand bauen. Kaufen wir das eben als Kunst. Gut. Verstecken wir jetzt erstmal im. Es wird gerade nicht weniger, ne? Jo. Dann werden wir es erstmal hier anfangen mit. Deko. Einfach weil es gerade geht. Ach so. Dass wir hier nicht so viel Tamtam machen, sondern einfach sagen, hey, wir gehen jetzt. Einfach nur einen Wald ziehen. Ist die Sache, wie kriegen wir das so ein bisschen schallgeschützter? Du bist zu mächtig. Für sowas bist du echt zu mächtig. Ist eigentlich was, wenn wir jetzt ne, glaube ich gar nichts, ne? Nee.
Es ändert gar nichts. Wir müssen irgendwas vorsetzen. Das Einzige, was es bringt. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir nehmen den Weg. Ich brauche dieses kleine Stück hätten, ne? Damit könnte ich leben. Wie so eine Stufe bauen könnten. Das geht mir auf den Sack, dass sie jetzt hier unbedingt lang latschen müssen. Können wir das irgendwie markieren, den schlechten Einfluss? Will ja nicht, dass sie hier langlaufen. Ich will das ja nicht. Okay, die gehen bis zu dem Fuß. Wir sind nur weiter rüber. Okay, Weg. Einfach Weg. Gib mir auf den Sack, dass die sich einfach nicht an Regeln halten können. Gib mir hart auf den Sack. Ist das so ein Problem, dass man sich einfach mal an Regeln hält? Ich denke nicht. So, jetzt dürfen wir den negativen Einfluss komplett ausgeblendet haben. Gut, dann machen wir das eben so. Sehr schön. Denn nun geht es ja. Ist zwar nicht ganz so schön, aber ist okay. Nee. Ich möchte hier vorne ein bisschen. Was meine ich eigentlich? Den haben wir. Einfach nur stumpfen Wald setzen. Ja, und hier kommt wieder Deko rein. Ja, und ganz ehrlich, ihr werdet wieder als Büsche missbraucht. Gibt es auf diese Bäume oder nicht? Seid ihr ideale Busch? Ja, hier halten sich dran. Okay, hier kommen auch nicht so viele hin. Es fängt wieder an zu regnen. Wer hätte es jemals gedacht? Wäre auch eine Karte, die eigentlich schon voll bewuchert ist, ne? So quasi als lebendes Paradies. Dass man sich erstmal die
den Weg quasi freimeißeln müsste. Einfach nur ein kleines Waldstück. Das sollte eigentlich, den denke ich mal, hier auch schon, also eine Idee herreichen. Ah, nee. Nee. Nee, nee, nee. Müssen wir anders machen. Ja, auch nicht so. Dass wir ein kleines Waldstück haben. Wir müssen unbedingt mehr Lampen setzen, wenn wir schon mal dabei sind. Kann man das auch gleich in Angriff nehmen. Nichts weiter hin. Also hier wird auch keine Information stattfinden, nix. Ihr sollt ja nicht mehr hier sein. Die Gästebarriere. Ihr benehmt euch einfach scheiße. Sorry, aber das muss man so sagen. Oh. Na. Frames wieder Mangelware im Spiel. Versteht ihr dieser Barke nicht? Wir haben Strom hier vorne. Ja, wir haben Strom. Das ist sehr gut. Dann setzen wir hier jetzt mal meine Kamera hin. Das ist auch so ein bisschen kacke, dass sie sich da nicht halten, ne? Strom. Hier würde erstmal Strom fehlen. Aber okay, ich denke immer noch, dass es zu günstig ist. Genau, das war die richtige Entscheidung, dass sie sich nach hinten ein bisschen verkrümeln können. Er geht mir nicht auf den Sack, das war nie ausgelegt, dass er hier jemals sein sollte. Kann man die nicht effektiv einfach aussperren? Dass ich hier echt nicht einfach sagen kann, ich möchte hier einfach nur diese kleine Ecke, das würde mir schon... verloren. Und dann kommen ja wieder die Mitarbeiter nicht durch. Aber es ist ein Gästebarriereband. Kann man das nicht frei bewegen? Wollte hier gar nicht sein. Geht mir hier voll auf den Sack. Kommen die Mitarbeiter jetzt hier durch? Ja, teleportiert euch weg. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mitarbeiter hier rein und rauskommen. Oh, wir sind gefangen. Ja, ihr sollt hier gar nicht sein. Ist auch einer mit.
Oh, weint er jetzt rum? Hm? Nicht mein Problem. Dass sie auf die Idee kommen, sich da vorbei zu quetschen. Oh. Oh, upsie. No. Ja, der hätte ja mal hier nicht hingegangen. Ja, du willst ein Foto, ich weiß. Was müsste effektiv so eine, wenn ich so eine Barcode insetze, sollten die sich auch dran halten. Aha. Irgendwo muss ich anfangen, Leute. Gäste finden den Ausgang nicht. Macht man sich mal die Menü wieder. Was? Ich bin jetzt gütig und lasse euch hier einfach raus. Und jetzt haut ab. Will euch hier nicht haben. Ich könnte auch um durchgehen. Gib mir hart auf Eier. Oh, siehst du, die kommen ja auch nicht durch. Es geht mir so hart auf Eier. Nicht geil, Leute. Kann man sich so programmieren, dass diese Gästebarriere nicht vorbeikommen? Dass sie sagen, hey, pass auf, hier und nicht weiter. Das wäre geil. Das wäre eine gute Lösung. Ich will nicht unbedingt diese Mitarbeiterwege haben. Okay, Leute, aber ich würde jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, ciao.